Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit Gyros TV. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Gyros Show. Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen hier live aus Red Dead Redemption. Arthur hält mir die Knarre an die Birne. Ich soll gestehen, ich mach's alles nur wegen dem Fame. Ja, so ist es. Wir gehen rein in die nächste kleine Reaktion, wo ich sie einsetzen werde und ob ich sie so hochgeladen habe. Das könnte bei dem Part wesentlich mehr zutreffen als bei dem Hintergrund für GTA San Andreas. Jetzt gehen wir, wie ihr unschwer erkennen könnt, wieder bei Red Dead rein. In eine Thematik, bei der ich jetzt länger überlegt habe, ob ich da nochmal ein eigenes Video draus mache oder ob ich das als Reaction mitnehme. Ist eine sehr umfangreiche Reaction, da sehr umfangreiches Video mal wieder von Herrn Gauner. Und tja, falls ihr jetzt nicht wisst, welcher Herr das ist, welcher Kanal, tut mir das wirklich wahnsinnig leid. Das wäre er. So sieht das Ganze aus. Da sind wir bei ihm. Ja, wir gehen jetzt rein in der erste schwarze Gesetzlose. Und den haben wir auch in Red Dead Redemption 2 tatsächlich. Zumindest eine Anlehnung an ihn. Und das ist dieser Herr. Der ein oder andere kann jetzt noch raten ganz kurz. 3, 2, 1. Richtig. Sheriff Sam Freeman ist der Herr. Und ja, den werden wir jetzt mal ein bisschen ausführlicher betrachten. Und zwar die Figur, die ausschlaggebend war für ihn. Warum er da ist, wo er ist in etwa. Und ja, ist eine sehr, sehr coole Folge. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. Habt Spaß. Und genau den Herrn, den John da oben gerade aufsucht, den werden wir jetzt hier auch aufsuchen. Da kennt ihr ihn. In Tumbleweed. Er steht entweder da vor dem Geschäft rum oder bei sich vorm Gefängnis und tötet da einen der Lobos. Oder er ist halt im Gefängnis und macht mit euch die beiden Kopfgeldaufträge, die wir da holen können. Er hat immer One-Shot-Kill. Egal, ob er nun diese Knarre gerade nimmt, die er jetzt in der Hand hat. Ich weiß gar nicht, was er da... Ich glaube, er hat eine Schrotflinte, hat er. Ja, sieht so aus. Auf den ersten Blick, aber ich bin eh nicht so der Waffener. Oder er nimmt seine Pistolen, spielt keine Rolle, das ist völlig egal. Also er wird da auf jeden Fall One-Shot euch killen, wenn er euch trifft. Dann ist vorbei. Spielt keine Rolle wo, kleiner C, macht er euch fertig. Ich glaube, ich habe die Situation da auch so mitgenommen. Da könnt ihr euch das mal angucken. Und auch das hat eben einen Hintergrund, warum er das kann, warum das dieser Charakter kann und nicht jeder Charakter kann. Zack, One Shot. Aber eben auch mit der Pistole. Spielt keine Rolle. Ich glaube, er hat einen Revolver. Ja, müsste ein Revolver sein. Gut, also, wir steuern rüber ins eigentliche Video. Warum hier immer noch die Violine an ist, weiß ich jetzt nicht. Das war vorhin. Hatte ich das wegen was anderem mal kurz angemacht, aber eigentlich wollte ich sie jetzt nicht permanent drin haben. Sorry. Gut. Hier sind wir. Da wollen wir aber nicht hin. Hier wollen wir hin. Ja. Abonnieren. Immer wichtig. Guter Button. Kann sein, dass ich mir den später vielleicht irgendwie klaue. Huch, das ging schnell. Ja, rein da. Buzz Reeves ist der tatsächliche Charakter, die tatsächliche Person, die dahinter gesteckt hat. Ja,
Deputy United States Marshal Bass Reeves. Eine faszinierende Geschichte, denn er wurde eigentlich als Sklave geboren und war Eigentum des Plantagenbesitzers und Politikers William Steele Reeves. Erst nach dem amerikanischen Bürgerkrieg 1865 bekam er seine Freiheit und wurde später zum ersten schwarzen Deputy Marshal westlich des Flusses Mississippi. In seiner langen Karriere als Gesetzeshüter war er für über 3000 Festnahmen von Dieben und Schwerverbrechern verantwortlich und tötete mindestens 14 von ihnen. Da habt ihr schon den ersten Hinweis, warum der Lobo gestorben ist. Bass Reeves wurde irgendwann im Juli 1838 in Crawford County in Arkansas geboren. Er wurde nach seinem Großvater Bass... Ist ein bisschen vor unserer Zeit, wobei man sagen muss, ihr farbigen Menschen habt immer meist einen guten Teint im Alter und wir Weißbrote sehen einfach nur alt aus. Ist einfach so. Ja. Hat das jetzt echt ein Weißer gesagt? Ja, normal. Es ist einfach so. Ja, und das ist eine dermatologische Frage jetzt hier. Das hat nichts mit Rassismus oder irgendwas dergleichen zu tun. Weder gegen Weiß, noch gegen Schwarz, noch gegen irgendwas. Das ist mir alles egal. Nur keine Nazis. So sieht's aus. Washington und seinem Besitzer William Steele. Also, warum ich das sage, ist halt so, könnte sein, dass Sheriff Freeman vielleicht schon 61 ist. Ja, 61. Gut möglich halt so. Warum nicht? Also, es ist wirklich schwer einzuschätzen für mich, wie alt er wohl genau sein mag. Aber wenn ich raten müsste, hätte ich eher so gesagt Mitte 40. Benannt. Damals war es üblich, dass Sklaven den Nachnamen ihres Besitzers trugen. Mit 8 Jahren... Anfang Mitte 40. Grayson County in Texas. Als der amerikanische Bürgerkrieg ausbrach, schloss sich der Sohn von William Reeves, George Reeves, der konföderierten Armee an und nahm Bass mit sich. Irgendwann während des Krieges schaffte es Bass dann zu entkommen. Das ist ein geiler Vorname. Geriet er nach einem Kartenspiel in einen heftigen Streit mit George Reeves, woraufhin er diesen brutal zusammenschlug. Nun hatte er keine andere Wahl als zu fliehen. Sonst ja, da hätte die Lynchjustiz wahrscheinlich dann dran, ja, also zu der Zeit auf jeden Fall noch schnell gegriffen, denke ich. Wäre er wohl gelyncht worden. Eine häufige Vorgehensweise in den Südstaaten der USA zur damaligen Zeit. Man wird ohne Gerichtsverfahren von einem aufgebrachten Pöbel für schuldig erklärt und ermordet, meistens durch Erhängen. Laut der Internetseite Statista wurden noch nach dem Bürgerkrieg zwischen 1877 und 1950 über 4000 Afroamerikaner in den ehemaligen konföderierten Staaten gelyncht. Ich glaube, irgendwas habe ich mal gelesen gehabt, aber irgendwie so das letzte Fitzelchen von Sklaven im Gesetz verankert noch und sowas. Ich glaube, das letzte Fitzelchen wurde erst 1981 irgendwo entfernt. Ich will kein gefährliches Halbwissen teilen. Das könnten wir zur Not vielleicht auch nochmal nachgucken, wenn ich mich gleich dran erinnere. Aber es war auf jeden Fall gottverdammt spät. Möchte man meinen und möchte man sich gar nicht vorstellen. Andererseits kann man sich auch nicht mehr vorstellen heute, dass das für manche Leute völlig normal war, so zu sein halt und so mit anderen Menschen umzugehen, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben. Ich check's halt nicht, aber ja. Andere Zeit, keine Ahnung, halt so. Das Ding ist immer leicht zu sagen von heute auf mit einem Blick auf damals. Ja, sowas hätten wir ja nie gemacht. Ja, nein, wir hätten ja auch 39 bis 44 hätten wir auch nicht gemacht. Und irgendwie komischerweise haben wir ja dann doch mitgemacht irgendwie, ne? Und das jetzt auch nicht so lange her. Ich glaube, das macht eher die Gesellschaft, in der man aufwächst halt so. Und das leider, dass man da so komplett empathielos werden kann, sowas zu machen halt, ne? Ja. Ich glaube, das hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Bass Reeves flieht nach Norden in ein Gebiet, das man zur damaligen Zeit noch Indian Territory nannte. Das Indian Territory wurde später zum Bundesstaat Oklahoma. Dort verbrachte er viel Zeit mit den Cherokee, den Creek und den Seminoles-Indianern.
und lernte so deren Sprachen, Bräuche und Gebiet sehr gut kennen. Und wir haben ja da viel Indianergebiet. Und wenn wir noch ein bisschen Kontakt haben, sag ich mal, dann ja auch drüben in New Austin. Ja, aber da gibt es auch noch mehrere Sachen, auch so Bezüge aus Red Dead Redemption 1, die in Red Dead Redemption 2 immer noch sichtbar sind. Auch das werden wir noch behandeln. Ich muss ja mal gucken, was der Reihe nach irgendwie machbar ist, gerade auch so zeitlich machbar ist. Jetzt ist wieder so, das ist natürlich für mich ganz angenehm. Ich muss nicht so viel cutten, ne? Ist klar. Berlin. Als dann im Jahre 1865 die Sklaverei durch den 13. Zusatzartikel abgeschafft wurde, kehrte Bass als sogenannter Freedman wieder zurück und zog mit seiner Frau Nellie Jenny nach Arkansas, wo er sich als Bauer in der Nähe von Van Buren niederließ. 10 Jahre später, im Jahre 1875, wurde das Indian Territory unter der Aufsicht des damaligen Bundesrichters William Story so wild und gesetzlos, dass man ihm die Wahl gab. Entweder räumt seinen Sitz freiwillig oder es wird wegen des Verdachts auf schwere Korruption ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Seinem Nachfolger Isaac Charles Parker, da wäre ich auch freiwillig gegangen, glaube ich, in der sensiblen Sicherheitslage fast schon diktatorische Vollmachten durch den Präsidenten. Aber ich hätte ja seinen Scheiß auch gar nicht erst gemacht. Korruption. Richter Parker wurde auch der Hanging Judge, möchte ich nichts mehr zu tun haben. Richter genannt, weil er während seiner Amtszeit ca. 160 Menschen zum Tode verurteilte. Aber eigentlich hielt der Richter eher weniger von der Todesstrafe. Er glaubte vielmehr an Rehabilitation und Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Doch. Okay, ich muss das Schmunzeln wegkriegen. Ich dachte nur so, ich verdiene mein Geld ehrlich und sauber über den Chat. Dankeschön. Die zu jener Zeit dort aktiven Gauners waren selbst seines Ermessens nach nicht mehr zu retten. Richter Parker ernannte James. Ja, immer mit seinen Gauners, dass er das sagen muss. Ich meine, ja, der Kanal heißt so, aber irgendwie. Weiß ich nicht, ist halt so lustig dann in dem Moment. Nach nicht mehr zu retten. Gaunes. Richter Parker ernannte James F. Fagan zum neuen Federal Marshal mit der Anweisung, 200 weitere Deputies anzuheuern. Zusammen sollten sie das knapp 200.000 Quadratkilometer große, total aus dem Ruder gelaufene Indian Territory zähmen. Außerdem wurde Marshal Fagan aufgetragen, mindestens 20 schwarze Gesetzeshüter einzustellen. Ein Novum in der Geschichte der USA. Einer von ihnen war Bass Reeves. Und obwohl er eigentlich nicht der einzige Afroamerikaner im Team von Fagan war, wurde er bekannt als der erste schwarze Deputy US Marshal westlich des Mississippi. Bei der wesentlich härter durchgegriffen hat als andere. Und deswegen ist auch unser Sheriff massiv hart am Durchgreifen und von Recht und Gesetz stark überzeugt. Ja, er schwingt ja einiges an Reden. Und wir haben ja eben gerade zum Beispiel eine gehört, die er mit John geteilt hat. Und ja, da wird dann halt auch nochmal deutlich, dass es wirklich der Charakter sein soll. Leberfresser Johnson, die Rache eines Einsiedlers. Bass Reeves ritt einen großen weißen Hengst, trug einen großen schwarzen Hut und polierte seine Stiefel stets blitzblank. Er trug 2 Colt-Revolver. Die Griffe nach vorne zeigen, um so schneller ziehen zu können. Er kannte das Indian Territory wie seine Westentasche, beherrschte die Sprachen und Bräuche der dortigen. Können wir uns ja nochmal. Das ist nur der Sheriff, das ist Sheriff Freeman. Der müsste das sein, ne? Achso, nee, da habe ich. Ich habe das Bild ja getauscht. Verdammt. Verdammt. Na, so geht's nicht. So geht's nicht. Der Mann wird im neuen Tab. So. Ist sie nicht ganz vorne, aber er hat sie auch beide direkt an den Seiten griffbereit. Er ist sowieso halt immer auf Abzug, also Finger immer am Abzug, so, meine Güte, deutsche Sprache, schwere Sprache, hey, Alter. Alter, machen wir mal die Doku weiter hier. ...einer Stämme und hatte den Ruf eines ehrlichen und ehrenhaften Mannes. Er war außerordentlich höflich und zuvorkommend und außerdem ein Meister der Tarnung und Verkleidung.
Er nahm oft die Identität eines Priesters, eines Bauern oder eines Verbrechers an, um an die gesuchten Banditen ranzukommen. Seine Freunde fragten ihn oft, warum er den weißen Sheriffs eigentlich dabei hilft, deren weißes Gesetz durchzusetzen, und er antwortete immer wieder dasselbe. Ich glaube an Recht und Ordnung, ansonsten kann das Volk nicht in Frieden und Freiheit leben. Vielleicht ist das Gesetz nicht perfekt, aber es ist das, was wir eben haben, und ohne diesem Gesetz hätten wir nichts. Bass Reeves war ganze 32 Jahre lang als Deputy US Marshal tätig. Er trat 1907 zurück, als das Indian Territory offiziell zum Bundesstaat Oklahoma wurde. Von 1875 bis... Ja, der Ansatz ist ja nicht verkehrt. Hier und da so ein kleines Gesetz, um Sachen im Zaum zu halten, sag ich mal, und nicht alles ausufern zu lassen und aus dem Ruder laufen zu lassen, schon sinnvoll. Und da gibt es halt solche, die dermaßen weit beschränken auf... Aber ich werde keins namentlich nennen und damit irgendeine Diskussion jetzt aufmachen, sage ich mal. Das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Aber ich glaube mal, jedem fällt bestimmt nach ein bisschen Überlegen mindestens auch ein Gesetz irgendwann ein, wo er sich denkt, jo, das hat mal gehört, das ist eigentlich auch totaler Schwachsinn, wenn man sich das mal so überlegt. Ne? Vielleicht jetzt nicht mal unbedingt bei uns, denkt mal an andere Länder. Die Gesetze sind ja nicht alle gleich. Bis 1907 und damals waren sie es schon gar nicht, im Gegensatz zu heute, egal wo. Beim Kampf um Gerechtigkeit und Ordnung im Indian Territory. Die Gesetzeslage war dort relativ verwirrend. Der Bundesgerichtshof teilte sich die Zuständigkeit mit Gerichten der ansässigen Ureinwohnerstämme. Dies machte es zunehmend schwierig, dort geltendes Recht durchzusetzen. Das Gebiet war deswegen ein beliebter Zufluchtsort für unzählige Gauners. Revolverhelden und Schurken hätte ich jetzt irgendwie, kommt jetzt gleich so, also für viele Gang-Mitglieder halt, also für Gangs generell, Gangmitglieder, für Einzelne. Andere Gangmitglieder sind draußen geblieben und ein paar bestimmte sind drin gewesen. Wir sind drin, Jungs, wir sind drin. Hast du meine Karte? Ja, Mann, Alter, wir kommen rein. Wir sind wirklich gleich drin, Alter. Indian Territory. Woo! Schätzungen zufolge waren circa 17.000 von den rund... Ja. Sieht man auch ein, zwei Orte, die durchaus vielleicht jemanden bekannt sind. Das erste, was mir hier direkt aufgefallen ist. Ja. Chickasaw County. So. 22.000 weißen Siedlern des Indian Territory Kriminelle, die dort untertauchten. Es war der gefährlichste Einsatzort für Gesetzeshüter im ganzen Land zu jener Zeit und somit auch das gefährlichste Pflaster im gesamten Wilden Westen. Der zuständige US-Bundesgerichtshof für das Indian Territory... Noch so ein bisschen mehr Hintergrund dafür, warum unser Sheriff Freeman so eine taffe, harte Sau ist. Und sagen wir mal ehrlich, da hinten ist er wirklich mitunter das unfreundlichste Gebiet auf der ganzen Karte mit dem wenigsten Spaß, den wir haben können. Befand sich in Fort Smith in Arkansas, an der Grenze zum heutigen Oklahoma, also dem damaligen Indian Territory. Früher war Fort Smith ein ehemaliger Außenposten des Militärs. Heute hat die Stadt knapp 100.000 Einwohner. Von dort aus begaben sich die Marshals auf die Jagd nach Gesetzesbrechern. Marshal Reeves konnte weder lesen noch schreiben. Er ließ sich die Steckbriefe der gesuchten Banditen immer vorlesen, bis er sie auswendig im Kopf hatte, und zog erst dann los. Marshall Reeves hatte immer einen Koch, einen Assistenten und einen Wachhund dabei. Sie zogen auf einer dieser Gefängniskutschen durch das Land. Er legte immer dieselbe Route zurück, von Fort Smith über Fort Reno nach Fort Sill im Indian Territory. Das waren zwischen 1000 und 1300 Kilometer. So, was machst du heute natürlich relativ fix mit einem Auto oder wie auch immer. Ich will jetzt nicht fliegen sagen. Ist nicht notwendig auf solch kurzen Strecken, meine Meinung. Auch für den wichtigsten Geschäftsmann der Welt nicht. Und ja, damit hat sie es. Das gute alte Pilgern, das könnte mal wieder zurückkommen. Einfach alles stehen lassen, keine Elektronik, keine extra Benzin und dies, das, alles. Einfach nur Fuß, Pilgern und dann let's go. Guckt es euch an hier, Zimmermänner. Orientiert euch an den Zimmermännern. Wofür er 2 bis 3 Monate brauchte.
Die Ureinwohnerstämme ernannten ihre eigenen Gesetzeshüter, wie hier auf diesem Foto zu sehen ist. Diese arbeiteten des Öfteren mit der Bundesbehörde. Die kenne ich, die sind hier in Berlin im Revier 59. Zusammen, um flüchtige Schwerverbrecher. Das ist da hinten Moabit die Ecke so. Die machen da auf Undercover. Ja, denkst du, läuft alles, ist hier schmeidig hier, Alter, und dann zack, zack. Rupen sie dir dein Zeug weg. Darüber hinaus bekamen die Deputies kein regelmäßiges Gehalt, sondern wurden pro Auftrag bezahlt. Für jede Festnahme gab es $2. Egal, ob es sich dabei schon um eine krass Mörder stylisch gewesen jetzt so für einen Beamten, ne? Also weiß nicht. Gab es $2. Hat was. Egal, ob es sich dabei um einen Mörder oder einen Betrüger handelte. Dazu 6 Cent pro zurückgelegte Meile hin zum Ort der Festnahme, 10 Cent pro Meile des Rückwegs und zusätzlichen 10 Cent für die Verpflegung des Gefangenen. Falls ein Deputy einen Verdächtigen beim Versuch, diesen festzunehmen, erschießen sollte, musste er ihn auf eigene Kosten beerdigen. Es sei denn, ein Angehöriger oder Freund des Getöteten erklärte sich bereit, dies zu übernehmen. Einmal kam Marshall Reeves mit ganzen 16 Gefangenen zurück nach Fort Smith. Er brachte viel mehr Verbrecher zur Strecke als seine Kollegen und verdiente somit auch viel mehr Geld als sein. Das muss man sich mal überlegen. Der hat ja jetzt keine, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass der 16 andere Beamte wieder oder 15 andere Beamte noch um sich rum hatte, um auf 16 Gefangene aufzupassen. Der Typ war so eisenhart drauf, dass er vielleicht noch mit 2 anderen Leuten unterwegs war. Und dat, also was hatten wir vorhin gehört? Ein Koch hat er immer dabei gehabt oder was hat er gesagt? Und sein Hund hat er dabei gehabt halt so, ne? Also der Koch schießt jetzt nicht unbedingt, dafür ist er nicht bekannt. Schätze ich mal, dass das jetzt nicht seine Spezialität ist. Schön Headshot mit lecker Sauerkraut, Alter. Meine Kollegen. Richter Parker betrachtete ihn deshalb als seinen wertvollsten Marshal. So, kann ich mir vorstellen. Ende. 1878. Der Autor doch nicht. Bob Dozier ist berühmt-berüchtigt für seine Taten. Betrügereien, Viehdiebstahl, Raubüberfälle, Mord. Er ist schwer einzuschätzen, unberechenbar und deswegen für die Justiz so schwer zu fassen. Viele Gesetzeshüter und Kopfgeldjäger haben sich an ihm schon die Zähne ausgebissen. Doch Bass Reeves war fest entschlossen, ihn zu schnappen. Dennoch konnte Dozier ihm viele Monate schon entwischen, bis der Marshal ihn am 20. Dezember 1878 im Gebiet der Cherokee ausfindig macht. Bass Reeves stellt ihn dort und als sich Bob Dozier weigert, sich zu ergeben, bricht eine Schießerei aus, nach der nur noch der Marshal stehen bleibt. Normal. 1884. Sonst würden wir das Ding ja hier auch nicht so behandeln, wenn er dann einfach so... Oh, und da hat er dann aber doch irgendwann... Bass Reeves war auf dem Seminole Whiskey Trail. Sieht cool aus, ne? Aber da gibt es jetzt... Ich weiß nicht, ob die schon draußen ist oder nicht oder was. Keine Ahnung. Ich gucke jetzt auch nicht immer alles Neues sofort und gleich Folge für Folge. Und wo soll ich auch die Zeit hernehmen? Da kann ich keine Videos mehr für euch machen. Aber Buzz Reeves kommt auf jeden Fall auch eine Serie drüber raus. Wo habe ich da gesehen? Ich weiß nicht, HBO oder Paramount Dingsbums da oder sowas irgendwie. Keine Ahnung. Findet ihr selber raus. Ihr seid ja offensichtlich im Internet unterwegs. Also von daher werdet ihr finden, wie es geschrieben wird. Da oben steht's. Let's go. Trail unterwegs. In seiner Tasche befanden sich die Steckbriefe für 2 weiße und 2 schwarze Desperados. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob die schon drei Gauners auf und bedrohen den rausgekommen ist. Waffen. Bei den 3 handelt es sich wobei auf dem Seminole geben, bricht eine Schießerei aus. Hat er gewonnen. Bass Reeves war 84. Auf dem Seminole Whiskey Trail unterwegs. In seiner Tasche befanden sich die Steckbriefe für 2 weiße und 2 schwarze Desperados. Wie aus dem Nichts tauchen plötzlich 3 Gauners auf und bedrohen den Marshal mit gezogenen Waffen. Bei den 3 handelt es sich um die kriminellen Brüder namens Brunter. Sie hatten viele Verbrechen auf dem Gewissen, wie zum Beispiel Viehdiebstahl, Raub und einige unaufgeklärte Morde, weswegen sie annahmen, dass der berühmte dunkelhäutige Gesetzeshüter auf der Suche nach ihnen war. Doch er war... Der dürfte sich wirklich schon rumgesprochen haben. Also der ein oder andere dürfte von dem schon gehört haben. Und wenn dann
Ich glaube, es gab halt auch nicht so viele. Wir haben vorhin noch einen, oder waren da noch zwei andere auf dem Foto mit drauf? Wir haben ja gehört, dass es nicht der erste, einzige war. Er gehörte zu den Ersten, aber mit dem, was er gemacht hat, hat er sich einfach zu dem Ersten quasi letztlich verewigt durch den ganzen Ruf, den er sich jetzt gemacht hat. Aber es wird noch heftiger. War es nicht. Er kannte sie gar nicht und hatte auch keinen Steckbrief oder Haftbefehl für sie. Die Schusswaffen auf den Sheriff gerichtet, befahlen sie ihm, vom Pferd abzusteigen, ohne Widerstand und ohne faule Tricks. Bass Reeves fragte die Brüder nach einem Stift, denn er wollte den Ort und das Datum ihrer Festnahme notieren. Die Brunter-Brüder fingen an, laut zu lachen, als sie das hörten. Doch dabei ließen sie auch ihre... Wer hat denn die Geschichte übermittelt? Naja, wir wollen es mal glauben. Deckung ein wenig außer Acht. Bass nutzte das gnadenlos aus, zog blitzschnell seine Revolver... Hier sehen wir Ausschnitte, aber ich weiß nicht, das ist nicht die Serie. Das ist, glaube ich, einfach nur eine Darstellung mal von irgendeinem anderen Film gewesen. Aber der Schauspieler ist auch Donald Faison, oder? Ein Turk aus Scrubs. Das gnadenlos aus, zog blitzschnell seine Revolver, oder? Nee. Alle drei von ihnen. Als er ihre Leichen beim Gerichtshof ablieferte, weigerte man sich, den Marshall zu bezahlen. Denn es wurden keine Steckbriefe oder Haftbefehle gegen die Brunter-Brüder erlassen. Oder hat Donald Faison immer Bass Reeves gespielt? Na, sieht nicht so aus. Das sieht nicht so aus. Na okay, dann hätten wir das jetzt auch schon geklärt. Braucht ihr nicht mehr nachgucken, selbst wenn ich es nicht suche. To air two episodes of Lawman, Buzz Reeves tonight. Schon anscheinend gelaufen. Bei Paramount Original. Vor... Wie lange? Ist es so 2 Jahre bestimmt wieder oder sowas? November 23, naja, ist noch nicht so lange her. Ein halbes Jahr. Ich sage ja, als ich das erste Mal die Doku hier, glaube ich, so bemerkt hatte und seinen Kanal, da habe ich dann auch bemerkt, dass gerade just in dem Moment irgendwie so eine Serie angesetzt war. Und dachte auch so, na, was ein Zufall halt, ne? Ja, das wäre sie. Also, weiter geht's. Bass erhielt dieses Mal kein Geld. Noch im gleichen Jahr ereignete sich eine Tragödie. Oh, mein Magen. Er reiste mit seinen Begleitern durch das Gebiet der Chickasaw-Indianer. Als sie in der Nähe des Canadian Rivers ihr Camp aufschlugen und Proviant zusammentrugen, machte Reeves mal wieder ein paar abfällige Bemerkungen über die Kochkünste seines Kochs, William Leach. Die anderen Begleiter dachten sich bei dem verbalen Schlagabtausch nichts weiter. Immerhin hatte er ihn schon zuvor einige Male deswegen aufgezogen. Außerdem waren beide, Reeves und Leach, ehemalige Sklaven und sollten somit auf besondere Art und Weise miteinander verbunden sein. Doch an diesem Tag schlug der kumpelhafte Scherz etwas über die Stränge. William Leach war so aufgebracht, dass er einem von Reeves' Hundewelpen kochendes Speiseöl in den Rachen kippte. Als Bass das sah, schäumte er so dermaßen vor Wut, dass wer ist das? Sorry, aber er sieht aus wie ein Türk für Arme, ja. Also ich habe das erst verwechselt, so, nein, ich kenne den Schauspieler jetzt gerade nicht, sagt mir nichts. Ist auf einen flüchtigen Blick erst so, das Auge sieht halt echt ein bisschen aus wie bei Donald Faison, so, wenn man jetzt nur diesen Teil nimmt, aber er ist hagerer, Donald Faison ist mehr so ein bisschen fülliger im Gesicht auf jeden Fall, also nicht dick, aber fülliger. So dermaßen verwut, dass er den Koch ohne weiteres erschoss. Zumindest. Ja, na, weiß ich nicht, wenn er meinen Hund da, was heißes Öl in den Rachen kippt, irgendwie, keine Ahnung. Dann ist es wohl der Moment, sag ich mal, der dann entscheidet halt so, wie du drauf bist, glaube ich. Und wenn das extra brutal war und die Sache an sich klingt ja schon brutal genug, dann gibt es da, glaube ich, auch kaum noch ein Level, wo man sagt, das war jetzt besonders hart oder hätte er es ein bisschen anders gemacht, dann wäre es nicht. Ich glaube, diese Range, die gibt es hier gar nicht zu bewerten. Also von daher, das hört sich so dermaßen daneben an. Ich, ja, keine Ahnung.
Wenn die dann noch was getrunken haben oder was? Wer weiß? Ich glaube, das kann dann relativ fix ausarten, ja. Ich meine, du kannst ja dann nicht einfach da sitzen und so tun, als wäre nichts gewesen, so und dann so, ja, aber nicht nochmal oder noch ein von den anderen Hunden oder was. Irgendwie so, du musst ja auf sowas reagieren. Der hat ja auch getötet. Also irgendwo, irgendeine Reaktion muss man ja wohl mit rechnen. Ich sage ja nicht, dass das gerechtfertigt war, den anderen jetzt zu töten und töten generell irgendwie sich rechtfertigen lässt, sage ich mal so, wa? Aber irgendeine Reaktion war zu erwarten. Das will ich damit sagen. Nachweis so. Die offizielle Version spricht von einem Versehen. Im Oktober 1887 musste er sich wegen diesem Vorfall vor Gericht verantworten. Vor Richter Isaac Parker, dem er ironischerweise schon so viele Verbrecher und Mörder geliefert hatte. Bass Reeves behauptete, es sei keine Absicht gewesen. Er war gerade dabei, sein Gewehr zu reinigen, als sich aus Unachtsamkeit ein paar Schüsse lösten. Er wurde freigesprochen. Vielleicht... Ich sag mal, ich glaube, jeder wusste, dass das nicht stimmt, weil der dem Typen einfach, glaube ich, gar nicht zuzutrauen gewesen wäre, dass der so einen Fehler macht halt mit seinen Waffen. Ist irgendwie unwahrscheinlich wahrscheinlich, also ist, oh Gott, ist irgendwie unwahrscheinlich, wenn man berücksichtigt, was wir über Buzz Reeves bis jetzt gelernt haben. Echt wollte der Richter auch nur ungern immer geputzte Schuhe und so. Gesetzeshüter verzichten. Wie dem auch sei, dieser Prozess kostete Reeves all seine Ersparnisse und darüber hinaus konnte er laut eigener Aussage sich diesem tragischen Vorfall nie wieder verzeihen. Er musste sein Haus und seinen Hof in Van Buren verkaufen, auf den er als ehemaliger Sklave so stolz gewesen war. Eine schwere Zeit für ihn und seine Familie. Ja. Das Eifer des Gefechts, ne? Manchmal ist es das... Manchmal kann man damit nachträglich umgehen und kann das mit seinem Gewissen vereinbaren und manchmal denkt man sich, ja... In dem Moment war es richtig, aber trotz dessen wünsche ich mir, ich hätte es anders gemacht. Weil die, und da sind wir nämlich wieder, weil die blöden Gesetze das nun mal so vorsehen. Dabei sagt uns jetzt allen der gesunde Menschenverstand, naja, der hat sich halt gerecht. So, ich meine, dass er jetzt gerechtfertigt war, den direkt zu töten, nicht unbedingt. Vielleicht hätte ich ihm auch einfach Öl irgendwo hinkippen sollen, weiß ich was, keine Ahnung. Ich will hier auch niemanden irgendwie zu irgendwas anregen. Ja, ist immer halt, wir teilen das ja hier im Internet und ne, soll ja jetzt keine Message verbreitet werden, die ich da irgendwie nicht teilen wollte. So, aber ja, entscheidet selbst. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Wie seht ihr das? Wie seht ihr das? Was ist denn das für eine Mucke? War das Video schon ein bisschen älter? Im Jahre 1800 kann ich wieder nicht monetarisieren. Nach Gesetzesbrechern. Es war allgemein kein Geheimnis, wie Marshall Bass Reeves vorging. Ein Meister der Tarnung und Verkleidung und noch dazu ein sehr guter Schauspieler. Zudem hat... Also zu der Zeit ist man immer erstmal bei der Hautfarbe davon ausgegangen, dass er vielleicht nicht unbedingt immer frei war. Und den Nachnamen Freeman... Der hat ja auch was mit dem Sklavendasein beziehungsweise dem nicht mehr Sklavendasein dann zu tun. Freeman, freier Mann. Ja, also ich glaube, soweit brauche ich das Englisch dann meistens gar nicht übersetzen, aber ja, wenn dann richtig, ne? Und von daher ist dieses Verstellen und Schauspielern ist ja so eine Sache halt, ne? Also wenn du nicht bei dir hast, was dich als offiziellen Beamten irgendwie ausweist, dann kannst du eigentlich relativ leicht, glaube ich, mit der Hautfarbe damals erzählt haben, dass du auch nur einer von vielen bist halt so. Und seine Hautfarbe dabei, von den Outlaws eher als Desperado, denn als gesetzestreuer Sheriff wahrgenommen zu werden. Man veröffentlichte viele Geschichten und Anekdoten seiner kuriosen Festnahmen in den Zeitungen, doch nie ein Foto von ihm dazu. Viele Banditen wussten also durchaus um den fähigen, dunkelhäutigen Marshall. Und wenn mir jetzt einer hier schreibt, das sieht aber aus so ein bisschen wie... Die Westernstädte sahen fast alle damals so ein bisschen so aus wie die oder irgendeine andere. Da war viel Holz, Holz und noch viel Holz. Doch hatten keine Ahnung, wie er eigentlich aussah. Auch kannten viele seinen berüchtigten Trick mit dem Brief seiner Frau, der immer wieder funktionierte. Aber am ehesten Amadillo. So. Zwei texanische Mörder überlisten. Er war gerade auf der Suche nach diesen beiden, doch sie konnten ihm zuvorkommen und ihn mit vorgehaltenen Waffen bedrohen.
Sie war nicht so grün hinter den Ohren wie seine üblichen Opfer. Sie erkannten ihn nämlich als den berühmten Bass Reeves wieder. Doch dieser stritt alles ab. Er behauptete, nur ein armer Bauer zu sein, der Angst um sein Leben hatte. Sie zwingen ihn, von seinem Pferd abzusteigen und fragen ihn, ob er noch einen letzten Wunsch hat, bevor sie ihn erschießen. Reeves sagt, er würde gerne ein letztes Mal den Brief von seiner Frau vorgelesen bekommen. Mit zitternden Händen packt er ein Dokument aus und überreicht es den beiden Gauners. Sie machen den Fehler, den schon viele vor ihnen begangen hatten. Sie lassen ihre Aufmerksamkeit und ihre Deckung außer Acht und Bass nutzt dies wieder einmal gnadenlos aus. Er erschießt einen von ihnen, woraufhin sich der zweite ergibt. Wie man so krass reinscheißen kann, verstehe ich auch wirklich nicht, ne? Das hört sich an wie richtig aus einem Film, bei dem man selber da sitzt und sich denkt, jetzt mach doch, Mann! Und trotzdessen wissen wir, cineastisch wird das jetzt so ein bisschen hingezogen, damit am Ende eben genau das Gegenteil von dem passiert, was wir uns eigentlich gewünscht hätten und was irgendwie auch logisch wirken würde. Deswegen geht Kevin allein zu Hause ja auch 2 Stunden und nicht 5 Minuten. Jo, wir haben den Bengel, alles klar, wir können ausräumen. Ein Jahr später, 1890, machte sich Marshall Reeves auf die Jagd nach dem berüchtigten indianischen Gauner Greenleaf, des Stammes der Seminole. Greenleaf war schon seit über 18 Jahren auf der Flucht und konnte nie gefasst werden. Er hatte 3 Weiße und 4 Ureinwohner auf dem Gewissen. Bass Reeves war der Einzige, der ihn erfolgreich festnehmen konnte. Eine der vielen Festnahmen, die zeigen, wie fähig Bass Reeves tatsächlich war. Im Jahre 18... Der ist losgezogen, hat 4 Steckbriefe dabei gehabt, ganz alleine, weißt du? Also... 1990 gab es einen weiteren persönlichen Rückschlag für Bass Reeves. Seine Frau Nellie Jenny verstarb. Sie litt schon seit längerem an Krebs. Er liebte sie sehr und zusammen hatten sie viele Kinder. Sie wurde auf dem Friedhof Oak Cemetery in Fort Smith, Arkansas begraben. Ein Jahr später wurde er zum Bundesgerichtshof Muskogee versetzt. Der Bürgerkrieg war der brutalste Krieg mit den meisten Todesopfern für die USA bis heute. In den beiden Weltkriegen zusammen hatten sie nicht so viele Tote zu beklagen. Auf Seiten der Nordstaaten fielen ganze 650.000 Soldaten. Bei den Konföderierten dagegen strichen nur... Meine Fresse, Alter. Ist schon wieder so unmittelbare Hofnähe halt auch, ne? Mach mal meine Balkontür zu. Jo, nachdem sich alle Nachbarn jetzt beruhigt haben und der eine Nachbar dem anderen Nachbarn gesagt hat, entweder hörst du auf, da oben die Dinger runterzuschmeißen oder ich komme hoch und steck dir die ganz woanders hin. Scheinbar da, wo die Sonne nicht mehr scheint. Ja, nachdem die beiden das jetzt geklärt haben, auf jeden Fall, können wir weitermachen, denke ich. Schätze ich mal. Ich habe mir noch einen leckeren Ananas-Banane-Kokos-Smoothie geholt, der Beweis an die ganzen Hater da draußen, die sagen, ich bin so ein Kokoshasser, bin ich nicht. Ich mag bloß die Konsistenz von Kokos nicht und diese ekelhaften Splitter im Mund haben. Aber Kokosmilch oder irgendwas dergleichen, bin ich cool mit. Geschmack? Okay. Konsistenz? Bleh. Wenn die Konsistenz nicht passt, passt der ganze Rest nicht. Deswegen esse ich auch keine Pilze. Zusammen hatten sie nicht so viele Tote zu beklagen. Auf Seiten der Nordstaaten fielen ganze 650.000 Soldaten, bei den Konföderierten dagegen in Anführungsstrichen nur rund 140.000. Die USA hatten ihren blutigsten Krieg zur Abschaffung der Sklaverei gefochten. Das ganze Land war traumatisiert. Die Niederlage und die neue Gleichberechtigung der Schwarzen hinterließen einen bitteren Nachgeschmack in den Südstaaten der USA. Dazu gehörte auch Arkansas. Als ehemaliger Sklave und schwarzer Deputy US Marshal in der Nachkriegszeit empfand Bass Reeves besondere Genugtuung bei der Bekämpfung rassistisch motivierter Hassverbrechen, sogenannten Hate Crimes. Ein solches hatte sich im März des Jahres 1898 in Indian Territory. Solches hat Da gibt's eine super Folge drüber, dass man genau diese Gesetze abschaffen sollte. Gesetze, ein Verbrechen aus Hass. Das ist, also ein Verbrechen aus Hass ist, wenn eine Hautfarbe gegen eine andere Hautfarbe ein Verbrechen begangen hat. Und das dann irgendwie, ich weiß nicht, ob da noch andere Grundvoraussetzungen dann gab eigentlich oder ob das schon die einzige Grundvoraussetzung war, aber das Verbrechen aus Hass halt nochmal gesondertes und schwereres Verbrechen als nur ein normales Verbrechen. Also es bleibt dieselbe Tat, es bleibt vielleicht Totschlag, es bleibt vielleicht
Körperverletzung oder was auch immer halt, aber es wird schwerer geahndet aufgrund der Hautfarbe. Und South Park hat darüber halt eine Folge gemacht, weil das Schwachsinn ist und nur den Rassismus verstärkt, was ja auch stimmt. In der Nachkriegszeit empfand Bass Reeves besondere Genugtuung bei der Bekämpfung rassistisch motivierter Hassverbrechen, sogenannten Hate Crimes. Ein solches hat sich ein so ein kleines Gewitterwürmchen 1898 im Indian Territory zugetragen. Eine Gruppe von 6 weißen Männern ritt eines Nachts zum Anwesen des Afroamerikaners Ed Chalmers und seiner weißen Frau May Hadley. Ed Chalmers hatte sie auf legale Art und Weise geheiratet. Immerhin waren gemischtrassige Ehen zu jener Zeit in den meisten Staaten verboten. Noch im Jahre 1960 waren in ganzen 31... Auch hierüber haben wir einen Hinweis bekommen im Red Dead Redemption tatsächlich. Und zwar im Büro, im Sheriffs Büro von Sheriff C. Malloy. Wie heißt er nochmal mit Vornamen? Curtis. Curtis Malloy. Der mit Moira und so, ne? Das ist der Sheriff in Valentine und bei ihm auf dem Tisch. Ne, Moment, warte mal. Ist das bei dem in Valentine? Ich glaube ja. Ich verwechsel Valentine und Rhodes nur allzu oft. Also die Sheriffsbüros vor allen Dingen halt so. Das ist relativ gleich. Beide so eine Hütten da, beide so die Eingänge durch so eine klassische Westernstadt, wie wir sie vorhin gesehen haben, was ich ja gesagt habe. Ja. Auf jeden Fall liegt auch da das Gefängnisbuch, aber das ist in Valentine, ja, ja. Und da steht dann halt auch ein Verbrechen mit drin, eben genau deswegen, also wegen gemischtrassiger Verbindung. Die Staaten gemischtrassige Ehen verboten. Erst 1967 sind diese Gesetze endgültig gekippt worden. Wann? 1967. Oh, ey. In dem Jahr wurden Verwandte von mir geboren. Sind diese ich sag nicht wer. Endgültig gekippt worden. Das muss man sich mal überlegen. Nee, das muss man sich eigentlich gar nicht überlegen. Das muss man einfach nur ganz schnell abschaffen, richtig. Wenigstens haben wir ja schon mal, wir sind schon einen Schritt weiter. Aber von vielen anderen Dingen noch weit entfernt. Die Gruppe weißer Männer schlichen in das Haus und erschossen eiskalt die Frau May Hadley, während sie noch in ihrem Bett schlief. Ihr Mann Ed Chalmers wurde schwer verwundet zurückgelassen. Doch er lebte noch, als am nächsten Morgen Nachbarn eintrafen und er ihnen die Täter mit seinem letzten Atemzug beschreiben konnte. Bass Reeves und einige weitere Deputies wurden auf die Täter angesetzt und konnten sie erfolgreich festnehmen. Einer dieser 6 Verurteilten war der reiche Plantagenbesitzer William Cap Lehman. Er schaffte es, mit Hilfe seiner weitreichenden Beziehungen und seines vielen Geldes ungeschoren davonzukommen. 1899 starb seine erst 18 Jahre alte Tochter Lulu Reeves. Sie litt an Epilepsie. Auch sie wurde auf dem Friedhof Oak Cemetery bestattet, nicht weit von ihrer Mutter Nellie. 4 Jahre nach dem Tode seiner Frau, im Jahre 1900, heiratete Bass Reeves im Alter von 62 Jahren erneut, und zwar die Cherokee-Freedman Winnie Sumter. Der Begriff Cherokee-Freedman bezieht sich auf befreite Afroamerikaner, die einst Sklaven der Cherokee-Indianer waren und nach dem Bürgerkrieg 1865 von diesen nicht als vollwertige Mitglieder ihres Stammes anerkannt wurden. Ein Jahr darauf verstarb Reeves erst 14 Jahre alter Sohn. Da war auf jeden Fall mal so eine Bezugnahme auf die Nachnamen Freeman, Friedman, da ist genau dasselbe Prinzip halt auch. Bass Jr., ein weiterer bitterer Verlust für den engagierten Gesetzeshüter. Und auch im kommenden Jahr sollte es nicht besser werden. 1902. Kein Vater will seine Kinder, keine Eltern wollen ihre Kinder überleben, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Bass Reeves kehrt zurück nach Muskogee mit 2 Gauners, die er dem Gerichtshof ausliefern will. Schon seit 2 Tagen liegt auf dem Schreibtisch seines Kollegen Marshall Leo Bennett. Und wieder so eine Gasse und, ne? Hier haben wir schon ein bisschen Backstein, sehe ich, glaube ich. Wenn ich das richtig erkennen kann, könnte aber auch immer noch Holz sein. Also vorne die Fassade ist auf jeden Fall bei dem, was hier links ist. Mauszeiger wird mir angezeigt? Ja, okay. Das hier vorne ist auf jeden Fall noch Holz. Das sind ja so Querbretter, die hier so längs gehen immer. Aber das hier hinten sieht schon ein bisschen nach
richtigen Backstein aus, halt so ein bisschen wie Gerichtsgebäude oder sowas halt, ne? So, wenn man jetzt an Blackwater denkt, haben wir ja auch viel Holz und dann aber auch ein, zwei mit Steinen, Backstein. Ein Haftbefehl. Aus Respekt für Reese weigerten sich die anderen Gesetzeshüter, sich diesem Fall anzunehmen. Bei dem Haftbefehl handelt es sich um Basses eigenen Sohn, Benjamin Reese. Benjamin wurde wegen des Mordes an seiner Frau... Ich habe ja gesagt, das wird noch krasser. ...gesucht. Seine Frau war eine Ureinwohnerin des Stammes der Creek und eigentlich waren sie sehr glücklich miteinander. Doch sie war untreu. Nachdem Benjamin sie zum ersten Mal mit einem anderen Mann erwischt hatte, verzieh er ihr noch. Doch beim zweiten Mal rastete er komplett aus. Er schoss seine Frau und schlug den Mann zusammen. Als Bass Reeves einmal nach seiner Meinung zur Tat seines Sohnes gefragt wurde, sagte er, er selbst hätte den Mann erschossen und die Frau zusammengeschlagen. Also, ja, auf jeden Fall hat auch der Sohn von Bass Reeves, sagen wir mal, schon ordentlich gelitten vorher. Ich meine, das ist ja schon wie Arthur hier mit Mary und dann nochmal und dann, ach, da passiert ja sowieso nichts. Aber nochmal ein ganzes Stück oben drauf halt, ne? Also, vor allen Dingen, wenn er sie richtig geliebt hat und er hat ihr das einmal verziehen und sie zieht es noch ein zweites Mal durch. Also, drehst dann auch irgendwann ein bisschen frei, glaube ich halt so. Hier wieder selbe Antwort von mir wie vorhin schon. Ich sag mal, mit irgendeiner Reaktion hätten sie warten, rechnen müssen, ne? Also von daher. Er nahm den Fall an. Gerechtfertigt, ne? Das nicht, aber mit irgendeiner Reaktion. Für viele ist das ein Beweis von seiner gewaltigen Ehrenhaftigkeit. Für andere macht ihn dies zu einer... Was ist denn das Rote da neben ihm? Das hat mich gerade... sieht aus wie so ein paar Lippen von den Rolling Stones. ...fall an und lieferte wenig später seinen eigenen... So, wir machen nochmal bis hierhin, so. ...den Mann zusammen. Als Bass Reeves einmal nach seiner Meinung zur Tat seines Sohnes gefragt wurde, sagte er, er selbst hätte den Mann erschossen und die Frau zusammengeschlagen. Er nahm den Fall an und lieferte wenig später seinen eigenen Sohn an das Gesetz aus. Für viele ist das ein Beweis von seiner gewaltigen Ehrenhaftigkeit. Für andere macht ihn dies zu einer Snitch. Benjamin Reeves, übelster Snitcher, wurde zu einem Leben hinter Gittern verurteilt. Doch nach 12 Jahren, im Jahre 1914, wurde er dank einer Petition begnadigt. Er wurde zu einem vorbildlichen Bürger und heiratete noch einmal. Bass Reeves erlebte dies leider nicht mehr. Er starb im Glauben, seinen Sohn für immer ins Gefängnis geschickt zu haben. Am 16. November... Ich glaube, das hat ihn nicht so gestört. Also, sonst hätte er es ja nicht gemacht, oder? Das waren vielleicht dann so seine letzten Gedankengänge, ja. Das mag sein halt so, aber das dann auch wieder zu Recht halt so. Er hat es ja auch gemacht. 1907 wurde das Indian Territory letztendlich zu einem offiziellen Staat mit dem Namen Oklahoma. Es wurden auch direkt die Jim Crow-Gesetze eingeführt, die unter anderem die Rassentrennung vorschrieben. Auf einmal war es ein Problem, dass schwarze Gesetzeshüter weiße Gauners jagten. Und so wurde Bass Reeves aus seinem Job gedrängt. Egal wie viele Verbrecher er im Laufe seiner Karriere zur Strecke gebracht hatte, gezählt hat bei dieser Entscheidung nur die Farbe seiner Haut. Bei seinem Rücktritt war er 69 Jahre alt und wirkte noch äußerst fit, wie ein Mann in seinen 40ern. Doch nur wenig später erkrankte er schwer an einer Nierenentzündung und... Das würde zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, passen halt, ne? So, Freeman, der wirkt wie Anfang, Mitte 40. Er sagt, was über sein Alter? Bei seinem Rücktritt war er 69 Jahre alt und wirkte noch äußerst fit, wie ein Mann in seinen 40ern. Doch nur wenig später erkrankte er schwer an einer Nierenentzündung und starb am 12. Januar des Jahres 1910 im Alter von 71 Jahren. Marshall Bass Reeves hatte im Laufe seiner Karriere über 3000 Verbrecher und Banditen verhaftet und dabei 14 von ihnen... Was ist denn mit dem Kopf passiert? Da wäre der Hut viel zu groß und der Anzug oder der Kopf viel zu klein. Erschossen. Er sorgte für Ordnung im Indian Territory, dem gefährlichsten Gebiet... Sieht ein bisschen aus, wie das, was der Undertaker früher getragen hat. Das sind die ersten Verbrecher und Banditen verhaftet und dabei 14 von ihnen erschossen. Er sorgte für Ordnung im Indian Territory, dem gefährlichsten Gebiet seiner Zeit und des Wilden Westens. Zu einer Zeit, zu der auch Billy the Kid, Butch Cassidy und viele mehr ihr Unwesen trieben. Sie konnten froh sein, dass ihre Wege nie die des schwarzen Marshalls kreuzten.
Bass Reeves liegt auf dem Old Union Muskoka. Als ich das gesehen habe, erstmal so, hat er ja noch nicht einmal bis hierhin den Bezug überhaupt zu unserem Sheriff Freeman gemacht. Und ich dachte damals beim ersten Mal gucken auch die ganze Zeit, sag mal, weiß er eigentlich, dass der dann nochmal als Red Dead Redemption 2, er macht doch auch irgendwie bestimmt damit bei der ganzen Sache. So, wenn ihn solche Themen hier interessieren, dann würde er ja wohl auch Red Dead Redemption spielen, denke ich mir halt so. Dann würde er ja wohl auch Sheriff Freeman kennengelernt haben. Und dann hier so, 1,5 Minuten bevor das Ding vorbei ist, da knallt er auf einmal noch die Info raus und ich dachte, okay, alles klar. Ich hätte sonst echt noch direkt unten reingeballert. Ich war schon heiß drauf, den Kommentar zu schreiben, aber er hat es auch auf dem Schirm. Zu seiner Beerdigung kamen hunderte Schwarze, Weiße und Indianer. Die genaue Lage des Grabes ist heute leider unbekannt. Da hat er irgendwas rausgekattet. Schwarze, Weiße und Indianer. Die genaue Lage des Grabes ist heute leider unbekannt. Er hatte 11 Kinder und ist der Großonkel von Paul L. Brady, der 1972 als erster Afroamerikaner zum Federal Administrative Law Judge ernannt wurde. Sein Ur-Ur-Urenkel ist der Eishockeyspieler Ryan Reeves. Dem Historiker Art Burton ist es zu verdanken, dass man heute noch so viel über sein Leben weiß. Er ging jedem noch so kleinen Fetzen an Informationen. Ich glaube, der, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, der Ur-Ur-Ur-Ur-Irgendwas, Großvater von Cat, was weiß ich, wie der, Cat Harrington oder so heißt er? Nee, wie heißt er? Kit Harrington, irgendwie so. Also John Schnee auch, ne? Oder Silent Hill 2 spielt er auch mit. Ja, das ist auch John Schnee. Aber als Silent Hill-Fan magst du, also wenn du die Spiele magst, dann magst du Silent Hill 2 so gar nicht als Film. Das Spiel, ja, beste mitunter. Den Film, oh, der ist ja noch schlimmer als der erste. Der erste war noch machbar, da habt ihr nur ein paar Sachen abgeändert, aber das war tragbar. Das hätte man ja noch beibehalten können. Aber der zweite hat dann so komplett reingeschissen. Also einfach irgendwelche Sachen miteinander kombiniert, die überhaupt nicht miteinander zu tun haben. Und da war auch wieder ein perfektes Beispiel für, der Pyramid Head ist einfach Aushängeschild für alles. Jetzt gibt es ja ein Remake von Teil 2. Ich glaube, er könnte ein Grund dafür gewesen sein. Denn die wollten vielleicht das Thema mit ihm nicht weiter auslutschen, aber die wollten ihn trotzdem noch weiter auslutschen. Also warum dann nicht ein Remake direkt über Nummer 2 machen, anstatt über Nummer 1 oder über Nummer 3 erstmal und so. Irgendwie verbunden schon miteinander, weil 1 und 3 gehören ja zusammen. 2 ist abstehend von den anderen beiden Silent Hill Teilen. Ja, auch das ist eine sehr komische Timeline, aber es ist so. Und ja. Faden verloren, bisschen. Über Spieler Ryan Reeves, dem Historiker. Achso, John Schnee und so, genau, bla 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 bla. Da hat es angefangen, ursprünglich. Ja, der war, also der Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater, das ist der Erfinder der Toilette wohl gewesen. Also der Porzellantoilette, so wie wir sie heute kennen, mit einer Spülung, dass man dann zu Hause einfach auch das wegspülen konnte und nicht mehr draußen Plumpsklo-mäßig oder irgendwie so andere Geschichten halt, was da alles so möglich war, ne? Und die Städte so Zoll zum Riechen gebracht hat. Oh, was muss das früher schön geduftet haben? Burton ist es zu verdanken, dass man heute noch so viel über Schande. Leben weiß. Schande! Noch so kleinen Fetzen an Informationen über Bass Reeves auf die Spur und trug so eine beachtliche Biografie über den ersten schwarzen Gesetzeshüter zusammen. Laut seinen Recherchen war Bass Reeves das Vorbild für den Western-Klassiker Lone Ranger, mit Johnny Depp in der Neuverfilmung aus dem Jahre 2013. Bass Reeves verdient... Ah ja, das ist ja dieser farbige Schauspieler da, dieser Johnny Depp oder... Ach nee, Moment. ...meiner Meinung nach viel mehr Aufmerksamkeit. Das war die Doku. Ich denke, jetzt kommt noch ein kleiner Abspann. Wir gucken mal, was er da noch raushaut. Hat er einfach einen schwarzen Bildschirm gelassen. Sauberer Schnitt. Ja. Naja. Mein Outro kommt dann halt noch von mir. Lasst gerne ein Like da bei ihm. Originallink habe ich euch unten hoffentlich schon in die Beschreibung gepackt. Und ja, lasst natürlich auch gerne ein Kommentar bei ihm oder ein Abo, worauf ihr so Lust habt. Ne? Das Thema haben wir auch schon mal behandelt. Haben wir auch in Red Dead Redemption 2, die Tragödie der Donnerparty.
werden wir uns dann wohl auch noch angucken. Wenn, dann gehen wir so die ganzen Sachen, die zumindest bei Red Dead Redemption oder eben auch bei GTA vertreten sind oder Bezüge abdecken, sodass ich darüber ein Video für euch nochmal machen kann. Das werden wir dann auf jeden Fall mitnehmen, denke ich. Und das ist ja auch echt interessant gemacht, das muss man ja mal sagen. Hut ab, schöne Doku, macht richtig Spaß zuzugucken. Und hoffentlich bringst du demnächst mal wieder noch eins raus. Ein bisschen umfangreiches Thema wieder so. Nicht unbedingt Gangs vielleicht. Gibt es bestimmt noch ein, zwei Sachen, wo man was drüber machen könnte. Annie Oakley zum Beispiel würde mir einfallen. Es gibt ja auch noch weibliche Charaktere, die er durchgehen kann auf jeden Fall. Einiges machbar. Gut, Freunde, bis zum nächsten Mal. Eine echt, echt lange Folge. Wo ich die unterbringe, weiß ich noch nicht. Ich will sie nicht umsonst aufgenommen haben. Aber ich sage ciao, ciao mit Gyros TV.